Lieben Zuschauer, wir teilen uns jetzt die Konzerte der ersten Folge von Minecraft. Blast erstmal die Kopfhörer raus, no, stecken wir uns das hier mal rein. Und ja Leute, ihr seht eine kleine Veränderung. Und zwar habe ich heute mal einen großen Schritt gewagt. Und zwar, LOL! Und zwar habe ich einen großen Schritt gewagt und hier, also oben links, seht ihr jetzt, dass die Kamera einzeln aufgenommen wurde. Das heißt, ich nehme gerade einzeln mein Videomaterial auf und einzelne Kamera. Das sorgt dafür, dass wir weniger Ruckler und so haben. Aber was ist denn hier passiert? LOL! LOL! Hey, mein Bett ist immer noch blockiert. Leute, wir sehen das nach einem kurzen Cut, wenn ich da bin. Okay, ich würde sagen, wir sind da, Leute. Aber what the fuck war das denn bitte? Hä? Ich bin da gerade einfach total durchgerutscht. Und da war TNT. Ich hätte ja eigentlich gedacht, dass unsere Bucht geheim geblieben wäre. Oder hat sich irgendjemand heimlich zu uns geschlichen? Oder was war denn da gerade los? Weil ich bin da... LOL! LOL! Digga, was... Hä? Bin ich gerade ein bisschen... Also entweder bin ich dumm oder ich bin... ein bisschen schlumm. Weil das hab alles nicht ich gebaut. Diesen Gang hier hat irgendjemand gebaut, der mich trollen wollte. LOL! Okay. Also ich dachte, dieser Bunker wäre hier irgendwie komplett geheim, aber irgendwie hat man den dann doch erstaunlicherweise gefunden. Interessant, interessant. Leute, hätte ich nicht gedacht, ich frage mich jetzt nur, ob die jeweilige Person eine Nachricht oder so hinterlassen hat. Schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, wer das war, falls die Person jetzt keine Nachricht hinterlassen hat. LOL. Alter, Digga, die hat hier einfach alles zugebaut. Also Leute, das wird Rache geben, das wird Rache geben. Ja, moin. Alter Schwede, was geht denn hier ab? Wir müssen hier echt aufpassen, nicht, dass wir hier noch über... Oder ich baue mich jetzt einfach hier mein Glas rein. Nicht, dass hier noch irgendeine Ding passiert. Wir haben euch gefunden. LOL. Ab heute müsst ihr euch fürchten. LG, die mit der 1000. Passt auf, vielleicht sind hier Fallen. Alright, 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 alright. Die einzige Falle, die hier war, habe ich glücklicherweise gefunden, da ich unter denen war. Also ich kann mir schon vorstellen, wer das war. Und zwar die Gruppe von Gaming Set etc., die da irgendwo ihre Gruppe haben. Und Leute, also, ja, ich würde sagen, das wird auf jeden Fall Rache geben. Aber ich muss nur jetzt gerade die ganzen Fallen aus... Oh, ich muss meine Items aufheben, die dort irgendwo liegen. Passt auf. So, warte mal, nee, das sind nicht meine Kisten. Okay, für einen kurzen Moment hatte ich Angst, dass hier irgendwo TNT hier liegt. Oh! Oh shit. Oh, mein Diebruchspanzer wurde geklaut. Aha, aha, aha. Ja. Das werde ich mir merken, Leute. Hier den Wassereimer, den werde ich brauchen. Habe ich hier irgendwo noch ein bisschen Essen? Ja, Mann, wir haben hier einen Haufen Karotten. Hier, den esse ich mal, alter Leute. Da habe ich nicht gedacht, dass wir hier gefunden werden. Aber ist ja klar, wir wohnen ja relativ in der Nähe von denen. Und kein Plan so. Ist ja normal, ne? Dass man dann hier, wenn man nicht aufpasst, angegriffen wird. Deswegen packen wir mal hier die Spitzhacke rein, Leute. Also das wird auf jeden Fall Rache geben. Weil die sind einfach hierher gekommen und haben mein Haus. Haben sie hier was gemacht. So. Alright, alright, okay. Ich frage mich jetzt nur, ob hier noch irgendwas Spezielles ist. Oder die das hier jetzt nur just for, ich weiß nicht was, gemacht haben. So. Ich würde jetzt gerne hier rein. Dankeschön. Ich bin da unten irgendwo gestorben. Also das war dann auch jetzt wahrscheinlich schon der Troll an der ganzen Sache. Ah, das ist problematisch, da jetzt runterzukommen. So, warte mal. Ich gehe einfach mit dem Strom nach unten gleich. Dann passt es. Also, hätte ich jetzt nicht so gedacht, dass die uns wirklich finden. Also ich habe gedacht, die wären hier echt geheim. Also, dass uns hier keiner findet, aber die haben uns dann wohl doch gefunden. Interessant. Ich warte jetzt mal, bis dieser Strom mich hier mit nach unten zieht, damit ich da unten meine Sachen mal bekomme. Also, die haben sich hier echt interessant gemacht und da unten kommt dann halt direkt Lava, denke ich, oder? Oder?
Ah, lol. Also da liegen jetzt noch meine Sachen? Hä? Ah, nee. Was ist hier? Was ist hier noch? Irgendwas Besonderes? Irgendetwas? Irgendwelche Hinweise? Wer das vielleicht war? Also ich kann mir schon erschließen, wer das ungefähr war. Also Eichi und so schon mal nicht. Das TNT konnte ich auch direkt entschärfen, weil die das nicht klug platziert haben. Ich bin der Sprengmeister, Leute. Warte mal, ich mache hier mal ein bisschen mit rein. Und dann haben wir, ja, wir haben mehr als genug Cobblestone, um uns hier einfach rauszubauen, Leute. Ganz easy peasy, you know. Ja, Leute, da müsst ihr euch schon ein bisschen mehr einfallen lassen. Schon ein bisschen mehr einfallen lassen, um mich hier auszutricksen. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass wir hier angegriffen werden. Ich habe gedacht, das wird eine ganz entspannte Folge. Aber anscheinend wurden wir dann doch auch mal erwischt. Finde ich ganz cool irgendwie, dass jetzt ein paar Leute auch mal was machen. Dass ich hier nicht alleine im Projekt irgendwie für einen Unterhaltungsfaktor sorgen muss. So. Okay, alright. Ja, Leute, ich würde mal sagen, dann bauen wir das hier alles so ein bisschen ab. You know, weil es sieht irgendwie hier nicht so schön aus, wenn wir das einfach hier lassen würden. Bauen wir mal alles ganz entspannt ab, Leute. Ich würde sagen, wir machen einfach mal einen ganz kleinen Zeitraffer, dass ihr euch das nicht anschauen müsst. Dann ist das Loch aber auch mal gefixt. Dann würde ich jetzt mal wieder nach oben gehen. Ich denke mal, mehr Fallen haben die sowieso nicht platziert. Die hätten die Steine ruhig mal abbauen können. Mann, jetzt muss ich die hier alle wegmachen. Und warte mal, ich denke, ich habe Erde. Habe ich Erde? Okay, ich habe nicht besonders viel Erde. Aber die Erde sollte ausreichen, um mich hier ein wenig nach oben zu stacken, Leute. Zack. So, okay, mein Karottenfeld, wurde sich hier mein Karottenfeld bedient? Ein wenig! Was ist denn hier los, Leute? Zack, Leute, oh shit. Hier müssen wir auch noch ein bisschen was abbauen. Aber Leute, ich kann euch einen Zaubertrick zeigen, wie das ganz schnell weg ist. Alles weg. So, Leute, dann machen wir uns jetzt mal ans Aufbauen der ganzen Sachen wieder. Wir haben sowieso jetzt nicht so krass viel kaputt gemacht, Leute. Aber, ja, Leute, ich würde schon sagen, sowas darf nicht ungespannt sein. Da wird es auf jeden Fall eine kräftigen Gegenschlag geben. Oh. Oh, sie haben mein ganzes TNT geklaut. Oh, Leute, da wird es auf jeden Fall einen Gegenschlag geben. Sowas von einem Gegenschlag, Leute. Ich glaube, ich lade die Folge sogar direkt morgen hoch, damit sie hier nicht drauf reagieren können. Da wird es so einen harten Gegenschlag drauf geben. Alter, Leute, gebt euch das mal. Sie haben wohl einfach mein ganzes TNT. Lol. Oder hat Jaspis? Nein. Die haben einfach, what the heck? Okay, Leute, also, das werden wir nicht auf uns ruhen lassen, aber ich würde sagen, habe ich hier, ich bräuchte noch dieses spezielle Holz, womit ich mein Ding gebaut habe. Habe ich hier noch geschmolzenes Glas? Ganz zufällig. Ah, oh, hier. Alright, okay. Hier, okay, dann können wir hier mal wieder ein klein bisschen zubauen. Zum Glück sind wir ja nicht so ressourcenarm. Glücklicherweise, zack, zack. Zack, zack, zack. Haben wir hier ein bisschen was. Und ist es das richtige Holz? Nee, das ist ein anderes Holz. Machen wir wieder zu, ne? So gehört es hier nicht. Soweit ich weiß, stand hier die Tür. Aber das geht ja jetzt natürlich nicht mehr. Deswegen muss ich das wahrscheinlich mit dem Holz hier zumachen. Aber als erstes müssen wir hier auch wieder ganz entspannt zumachen. Hier, guck hin. Zack, 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 zack. Hier können wir auch wieder zumachen. Dann sieht es hier alles wieder normal aus, könnte man sagen. Also so wie ich es gelassen habe. Eigentlich wollte ich die Folge heute damit verbringen, hier anfangen, den Verzauberungstisch raumzubauen, ne? Ah, da sieht man schon, was hier immer dazwischen kommt, Leute. Oh, shit. Oh, das wäre jetzt schon fast knapp geworden. Zack, da machen wir mal hier. Das sieht jetzt vielleicht nicht ganz so aus wie vorher, aber das ist ja nicht so schlimm. Und da machen wir uns mal wieder eine Tür. So. Zack, dann packen wir die Tür dorthin. Ah, warum stehen die Türen eigentlich immer falsch? Der Heck? So. Ich weiß nämlich ganz genau, warum die bei mir gesprengt haben. Und zwar haben die gedacht, dass ich, weil die deren Base wurde irgendwie komplett kaputt gemacht. Keine Ahnung. Die haben gedacht, dass ich das war. Ich nicht.
muss, kann ich euch ganz ehrlich sagen, war ich nicht. Ich habe in letzter Zeit irgendwie bei niemandem gesprengt, da wir hier in der Gemeinde noch bei der Vorbereitungsphase sind. Aber wenn die meinen, provozieren zu müssen, dann müssen sie aber auch mit dem Gegenwind rechnen. So, zack, bam. Und dann packen wir hier nochmal zwei Druckplatten hin, mit denen sie gedacht haben, dass sie mich überraschen könnten. Konnten sie aber nicht. So, alright. Mein Dach müsste ich auch mal irgendwann mal vervollständigen. Okay. Ah, der Diabrustpanzer ist natürlich ein ganz großer Verlust, Leute. Aber das ist nicht so schlimm, da ich fast schon komplett Bücher und alles habe. Dann würde ich mal sagen, wir farmen jetzt hier noch ein paar, farmen hier noch die Felder ein bisschen ab, so, you know. Einfach ganz entspannt, damit wir hier mal wieder ein bisschen was an Essen zusammenkriegen. Da hinten auch was abfarmen. Und dann passt es auch, ne, Leute. Zack, 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 Leute. Mittlerweile geht es mit der Essensversorgung schon ganz schön klar. Ja, so einigermaßen, aber wir könnten noch ein bisschen mehr Essen haben, you know, weil, Leute, ihr wisst ja, Kriege sind immer ein bisschen ressourcenaufwendig und es passt ja, Leute. Und ganz wichtig ist, Leute, unsere Häuser sind ja sowieso nicht das Wichtigste, sondern die Festung, die dann bald irgendwann mal kommt, wo ich wahrscheinlich einen Livestream machen werde, in der wir nur für die Festung farmen und ja, so. Zack, zack, zack. Also, meine Hoffnung ist jetzt echt gerade, dass sie unten nichts gemacht haben, weil das wäre sonst echt gerade ein bisschen belastend. Aber ich denke mal, die waren nicht mal klug genug, das Essenslager zu finden. Keine Ahnung, oder? Oder. Ja, wie ich es mir gedacht habe, da waren sie nicht, dafür waren sie nicht klug genug. Deswegen nehmen wir das hier mit. Zack, 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 zack. Leute, das ist dann mal wieder so eine ganz entspannte Folge hier, wo wir ein bisschen was aufbauen, ein bisschen was machen und ein bisschen was ausprobieren, wie zum Beispiel das hier mit der Cam, dass ich die alleine aufnehme. Das werde ich ab jetzt in jedem Video machen, sprich auch bei den Skywars Videos, und dann werden die Videos viel, viel geiler, aber ich werde mir dafür auch natürlich noch eine bessere Webcam zulegen müssen, weil, genau, weil die Webcam sieht zwar ganz cool aus, wenn die klein ist, aber wenn man sie dann ganz groß ranzoomt, wie jetzt, dann sieht es dann nicht mehr so geil aus, deswegen, ja. Gucken wir mal hier, alright, so, was haben wir denn hier? Also ich denke mal, wir sind jetzt hier fertig. Haben eigentlich auch alles so repariert, NHB, sein Stützpunkt, keine Ahnung, was da passiert ist. Ich weiß nicht mal, ob die was mit denen gemacht haben, I don't know. So, warte mal, wenn wir jetzt mal hier auf das Gemeindedorf runterblicken, okay, da haben sie gar nichts gemacht, habe ich mir eigentlich auch schon fast gedacht, sondern nur an meinem Haus, weil ich im Moment der Einzige bin, der hier wirklich ein Haus trägt. So, deswegen, zack, gucken wir mal hier, The Side of Life, der NHB hat da hinten irgendwo seine Mine, keine Ahnung, ob die da was gemacht haben, aber auf jeden Fall, Leute, werden wir uns mein TNT zurückholen, auf jeden Fall, und ja, hier, was habe ich hier, Sugarcane. Lege ich mal hier einfach dazu rein, weil ich bräuchte noch Leder, um meine Bücherregale zu machen, um endlich auf Level 30 verzaubern zu können. Darauf warte ich hier schon extrem lange. Packen wir mal das Essen hier rein, die Kartoffeln, die können wir abbraten, so. Ja, und wir haben, also das mit dem TNT, das ärgert mich gerade echt ein bisschen am meisten, dass wir kein TNT mehr haben, aber das werden wir uns schnellstmöglich zurückholen, wenn die Feiglinge sind und das in ihrer Enderkiste versteckt haben, dann sage ich es mal so, dann wird es einen gewaltigen Schlag auf ihre Base geben. Aber das seht ihr alles in der nächsten Folge von Minecraft Last. Das war jetzt das erste Mal, dass ich jetzt hier so aufgenommen habe, da Cam und alles. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mit einer Bewertung. Die anderen Teilnehmer, ich will euch endlich mal die anderen Teilnehmer alle verlinken, aber ich habe gar keine Lust, jeden einzelnen rauszusuchen. Falls ihr irgendwann mal eine Liste bekommt, dann verlinke ich es euch. Falls nicht, dann nicht, Leute. Wir spitzen auch schon langsam zum Last-Finale zu, aber das werdet ihr alles demnächst sehen. Haut rein, macht's gut und ciao!